Herr Sprenger, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Zuallererst die Belehrung als Zeuge, müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Kai Sprenger, 26 Jahre alt, Sie wohnen in Heidelberg, Sie sind ledig, Betriebswirtschaftsstudent, mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Nein, aber wir sind schon seit Jahren die besten Freunde. Gut, dann muss ich Sie vorsichtshalber belehren, auch unter Freunden muss man hier natürlich die Wahrheit sagen. Allerdings müssen Sie auf alle Fragen nicht antworten, wenn Sie sich doch eine wahrheitsgemäße Antwort selbst belasten könnten, 55 SCPO. Soweit klar. Oder Sie sind ja auch Mitglied dieser Studentenverbindung Parthenie. Ja, das stimmt. Und ich wohne auch mit David und ein paar anderen Jungs zusammen im Verbindungshaus. Die restlichen haben Wohnungen unten in der Stadt. Sie haben bei der Polizei schon ausgesagt, dass Sie am 23.06.2007, das war der Tag, an dem Thomas Zuckermann durch eine Ziankali-Kapsel zu Tode kam, auch im Kurhaus waren. Ja, das stimmt. Wir haben ausgemacht, dass immer einer von uns im Haus ist, um ein Auge auf Thomas zu werfen. Warum das? Na, wir haben uns halt Sorgen um den Jungen gemacht. Der war total fertig mit der Welt. Er hat sich nur noch eingeschlossen und nur David an sich rangelassen. Das glaube ich nicht. Thomas hat immer gemeint, David wäre ihm total unheimlich. Soll ich jetzt weiter erzählen, wie es war oder nicht? Ja, erzählen Sie ruhig weiter. Ja, danke. Ich bin dann also am 5. um 23 Uhr so an Thomas Zimmer vorbei patrouilliert. Und da habe ich dann mitbekommen, wie er... Jetzt, damit wir uns nicht falsch verstehen, wir reden vom 23. Ja, weil Sie sagen am 5. Habe ich das falsch rum gesagt? Ich meinte natürlich am 23. so gegen 5 Uhr. Ah ja. Ja, und dann habe ich halt Stimmen aus seinem Zimmer gehört. Hat er mit jemand anderen gesprochen? Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber das war dann doch nur seine Kamera, mit der er geredet hat. Er hatte so ein Spleen mit Videotagebüchern und so. Wir haben gerade eben uns dieses Video schon angesehen, das die Polizei in seiner Videokamera gefunden hat. Da war aber auch Ihre Stimme zu hören. Ja, ich hatte so ein mulmiges Gefühl. Lag wohl daran, wie er gesprochen hat. Ich habe zwar nur Fetzen verstanden, irgendwas über Hanna und seine Eltern. Da habe ich halt angeklopft. Und hat er ihn aufgemacht? Ja, aber erst als ich ihn fast die Tür eingetreten habe. Und dann habe ich gesehen, wie er so ein rundes Tablettending in seine Hemdtasche gesteckt hat, damit ich es nicht sehe. In sein Hemd? Hat er ein Hemd getragen? Kein Pulli? Naja, auf jeden Fall ein Hemd. Auf jeden Fall ein Hemd? Hat er auch Handschuhe getragen? Handschuhe? Nein. Dann wundert es mich, dass auf diesem Röhrchen oder Döschen keine Fingerabdrücke sind. Hm? Was so ein Tablettenröhrchen? Ja, genau das. Es war leer und Thomas hatte irgendwas im Mund. Und was haben Sie da gemacht? Ja, ich habe versucht, ihm das Ding aus dem Mund zu drücken. Ist ja wohl klar, oder? Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Sagt Ihnen vielleicht der Name Scott Ryan etwas? Nein, noch nie gehört, noch nie gesehen. Die Polizei hat nämlich einen anonymen Hinweis bekommen. Der Herr ist übrigens tot, dieser Scott Ryan, dass Ihre Studentenverbindung mit seinem Tod was zu tun haben könnte. Was? Sie haben ganz richtig gehört. Und wir gehen zumindest von der These aus, dass Thomas Zuckermann mitbekommen hat, dass, Herr Zeuge, Sie, genauso wie der Angeklagte, da Ihre Finger im Spiel haben. Also das lasse ich mir nun wirklich nicht sagen. Hm? Ich habe Verantwortung als Korbbruder. Ach echt? Ja, ja, wirklich, auch wenn Sie es nicht glauben. Wenn man in einer Verbindung ist, da kann man nicht einfach machen, was man will. Das ist selbstverständlich und schließlich sind Sie ja alle aufrechte Mitglieder der Gesellschaft. Ja, ich will Sie so weitermachen. Also ich werde wirklich sauer. Jetzt lassen Sie sich mal nicht so provozieren. Sag mal, was ist der Typ? Das ist er. Die Scheibung könnte passen. Ja. Sollen wir folgen? Ja, ich glaube, es ist besser, wir schauen erst einmal nach der Zeugin. Aber ich notiere mir das Kennzeichen. Okay. Ich lasse mir nicht alles bieten. Wir in der Verbindung haben doch Prinzipien. Und wer sich nicht daran hält, der fliegt raus. Dann kommt es also auf die Prinzipien an. Frau Reisinger, Polizei, über eine Zeugenladung für Sie. Reisinger? Reisinger, was ist vorgefallen? Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Haben Sie Schmerzen? Gehen Sie wieder. Das ist besser, ich besorge einen Krankenwagen. Ja, gib dem Staatsanwalt Bescheid, dass er weiß, was Sache ist. Geh nicht voll recht, bitte. Nein. Ja, Sie müssen, aber ich würde vorschlagen, Sie beruhigen sich erstmal. Und wenn der Krankenwagen da ist, dann sprechen wir nochmal über alles. Okay? Also jetzt reicht's mir wirklich, den Mist höre ich mir nicht länger an. Moment, Sie setzen sich ganz schnell wieder hin. Herr Sprenger, Sie stehen dann auf, wenn ich Ihnen sage, Sie sind entlassen, ja? Wenn ich bleibe, dann nur wegen David. Na, Sie bleiben, weil ich es Ihnen sage. Und ich habe das Gefühl, es gibt noch Fragen an Sie. Herr Vorsitzender, Entschuldigung, ist dringend.
Ja, aber bitte kurz. Und? Geht's ihr gut? Ja, dann kümmern Sie sich um sie. Und rufen Sie sich sofort an, wenn sie wieder ansprechbar ist. Danke. Was gibt's denn in der Staatsanwalt? Offenbar wurde die Zeugin Solveig Reisinger in ihrer Wohnung überfallen und verprügelt. Und die beiden Beamten haben jemanden vom Wohnblock weggehen sehen. Auf den die Beschreibung ihres Verbindungsbruders passt. Der vorhin noch am Flur war, Herr Weißenbeck. Blödsinn. Dann geht der Beschluss, die Hauptverhandlung wird für 2 Tage unterbrochen. Fortsetzung in 2 Tagen hier im selben Sitzungssaal, gleiche Uhrzeit. Und dann hoffen wir, dass die Frau Solveig Reisinger bis dahin wieder vernehmungsfähig ist. Ja, gut. Ich hoffe auch. Noch so ein paar Anhaltspunkte. Ich lasse sie festnehmen. Sehr gut. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen David Weißenbeck wegen Verdacht des Mordes wird hiermit fortgesetzt. Inzwischen hat eine Kennzeichenermittlung ergeben, dass tatsächlich das Fahrzeug eines weiteren Mitglieds der Studentenverbindung Partenje vor Ort war, als Solveig Reisinger da angegriffen wurde. Die Fahndung ist eingeleitet worden. Es läuft jetzt die Fahndung gegen dieses Mitglied der Studentenverbindung. Wir hören uns zunächst aber die Zeugin Solveig Reisinger an, bitte. Frau Reisinger, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Frau Reisinger, ich muss Sie belehren. Sie müssen als Zeugin hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Verstanden soweit? Ja. Sie heißen Solveig Reisinger, 23 Jahre alt. Sie wohnen in Heidelberg. Sie sind ledig. Sie sind Verkäuferin. Mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Frau Reisinger, Sie wissen, es geht darum, dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 23. Juni 2007 seinen Verbindungsbruder Thomas Zuckermann mit einer Cyankali-Kapsel getötet zu haben. Bisher ist man davon ausgegangen, dass ein mögliches Tatmotiv sei, dass der Angeklagte verhindern wollte, dass die Unterschlagung von Verbindungsgeldern bekannt würde. Jetzt haben wir hier einen Brief bekommen. Und mit diesem Brief ist natürlich hier der Verdacht entstanden, dass etwas mehr hinter dem Ganzen stecken könnte. Wir haben Sie geladen, weil Sie uns eventuell da weiterhelfen können. Ich weiß wirklich nichts. Ich kann Ihnen auch gar nichts dazu sagen, zu der Verbindung. Frau Reisinger, vielleicht sagen Sie uns doch erst mal, was Ihnen passiert ist. Das hat nichts mit David zu tun, das können Sie mir glauben. Diesen Brief hier haben Sie denn geschrieben und anonym bei der Polizei abgegeben? Wieso haben Sie sich denn nicht persönlich bei der Polizei gemeldet, um da auszusagen? Weil ich Angst hatte vor David und seinen Freunden. Aber Sie haben jetzt trotzdem was unternommen. Ja, weil ich habe dann diesen Zeitungsartikel gelesen über Scott und ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Was haben wir denn mit diesem Kerl zu tun? Das weißt du doch ganz genau. Ihr habt ihn umgebracht. Ja, ist mal ruhig. Wow, fahr mal runter, Mädchen. Jetzt halten Sie sich mal zurück. Woher wollen Sie das wissen, Frau Reisinger? Ja, da war diese Party im Verbindungshaus und ich war auch da und dort habe ich auch Scott getroffen, weil irgendeiner ihn kennengelernt hat und ihn eben auf diese Party mitgebracht hat. Nee, also dieser Ami war sicher nicht bei uns. Jetzt redet gerade niemand mit Ihnen. Wann war denn das? Das war einen Abend, bevor Thomas angeblich die Tabletten geschluckt hat. Also der 22. Juni wäre das dann gewesen. Was war da sonst noch an dem Abend? Was können Sie uns sonst noch erzählen? Ja, also es war eben so, dass ich mich ganz nett mit Scott unterhalten habe und David wollte das wohl nicht. Warum nicht? Ja, er wollte immer nur, dass ich mit ihm rede, weil er wollte eben, dass wir zusammenkommen. Und was hat er dann gemacht? David war total sauer und hat die ganze Zeit drüber geschaut. Und irgendwann hat er dann angefangen, dazwischen zu reden. Und als selbst das nichts mehr gebracht hat, ja, da hat er Scott total abgefüllt. Und ja, dann hat er gesagt, dass ich jetzt gehen muss. Und wer war zu dem Zeitpunkt noch alles dabei, außer Ihnen? Sonst eigentlich keiner, nur David, Kai,
Thomas, Scott und ich. Und ja, ich wollte Scott eben mit heimnehmen, weil der Arme, der konnte eben kaum mehr stehen. Und David hat aber gemeint, er soll noch bleiben. Und zu mir hat David dann gesagt, dass... Das war's. Ja, dass ich jetzt genug Spaß mit Scott gehabt habe und dass er sich jetzt eben auch mal mit ihm amüsieren möchte. Was erzählst du hier eigentlich für einen Scheiß? Du hast Scott total abgefüllt und Thomas, der hat das mitbekommen. Der Thomas Zuckermann, haben Sie mit dem darüber auch gesprochen? Ja klar, sofort, weil ich wollte eben, dass irgendwer auf Scott aufpasst und Thomas hat zwar gesagt, er geht jetzt gleich ins Bett, aber ich soll mir einfach keine Gedanken machen und Scott wäre einfach alt genug. Und aber zur Sicherheit wollte er dann einfach die Flasche Whisky, mit der David Scott die ganze Zeit abgefüllt hat, mit ins Zimmer nehmen. Und Thomas hat dann eben zu mir gemeint, dass er auf jeden Fall dafür sorgt, dass Scott mich am nächsten Tag anruft. Aber das hat er dann halt nicht. Und deswegen habe ich eben am nächsten Tag erst Thomas und dann auch David angerufen, um einfach zu fragen, was mit Scott los ist. Und was ist Ihnen da gesagt worden? Thomas ist erst gar nicht drangegangen und David hat einfach gemeint, dass Scott schon ganz lang weg ist. Können Sie auch sagen, wie spät es da war, als Sie mit ihm da telefoniert haben? Nein, nicht wirklich, aber David war auf jeden Fall noch in der Uni. Ich habe hier nämlich einen Einzelverbindungsnachweis und auf dem ist ein Anruf aus einer Telefonzelle verzeichnet. Ja, genau, das war ich. Ich habe ihn auf dem Handy angerufen. Sie haben ihn auf dem Handy angerufen? Ja. Er hat uns gesagt, er habe sein Handy im Verbindungshaus gelassen. Er hat es gar nicht dabei gehabt. Ja, das habe ich auch. Ich habe keine Ahnung, was sich dieses Mädel hier zusammenfantasiert. Ich habe mir auch mal den Obduktionsbericht von Scott Ryan angesehen. Und demnach hat man bei seiner Leiche einen Blutalkoholwert von 2,3 Promille errechnen können. Ach ja? Und man kann ja heute auch anhand der Schwebstoffe und anhand der chemischen Zusammensetzung ganz genau feststellen, welche Sorte von Alkohol jemand getrunken hat. Und da ist man hier drauf gekommen, dass es ein irischer Whisky namens Kila war. Und die Polizei hat herausgefunden, dass von dieser Sorte nur 500 Flaschen abgefüllt worden sind. Und wenn ich mir jetzt mal hier die Tatortfotos anschaue, und zwar die Bilder vom Zimmer von Thomas Zuckermann, dann sehen Sie hier im Regal auf dem Bild hinter der Videokamera eine Whiskyflasche stehen. Und zwar genau diese Sorte Kila. Seltsamer Zufall, das passt genau zu dem, was hier die Frau Reisinger gesagt hat. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Vielleicht hat sich Thomas ja mit diesem Ami zurückgezogen und sich ordentlich die Birne weggekübelt. Das warst du. Scott Ryan ist an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Und das deswegen, wie uns die Zeugin hier absolut glaubhaft geschildert hat. Weil ihr Mandant ihn abgefüllt hat. Das hab ich nicht. Ich soll mich einfach nur ausreden. Bitte? Entschuldigung, Kammer. Holt hier? Ja, genau. Ach, und da sind Sie sich ganz sicher? Ja, danke, klar. Also, offenbar hat die Polizei inzwischen bei den Ermittlungen zum Tod von Scott Ryan einen sogenannten Mantrailing-Hund eingesetzt. Das sind Hunde, wenn die eine Geruchsprobe erhalten, sind in der Lage, die Geruchsmoleküle eines Menschen auch noch viel, viel später mit zeitlichem Abstand festzustellen. Und tatsächlich hat dieser Hund im Verbindungshaus in einem Kellerraum angeschlagen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Scott Ryan vor seinem Tod in diesem Kellerraum war. Dann war also Scott Ryan doch bei Ihnen und ist wahrscheinlich auch dort gestorben. War es das, was Thomas mir sagen wollte? Ja, davon gehe ich aus. Dafür gibt es keinen Beweis. Herr Weisenbeck, wollen Sie irgendwas noch sagen? Nee, ist alles gesagt. Herr Springer, noch mal die Belehrung an Sie, Sie müssen sich selbst nicht belasten, Sie sind ja eh noch nicht entlassen. Wollen auch nichts mehr sagen. Gut, gibt es noch Fragen an die Frau Reisinger? Keine. Frau Reisinger, dann bleiben Sie unvereidigt. Der Herr Springer bleibt ebenso unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Frau Reisinger. Dann kommt noch zur Verlesung Auszug aus dem Bundeszentralregister. Keine Eintragungen, noch Anträge, noch Erklärungen. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Schwurgericht, Herr Verteidiger. Tja, Herr Weißenbeck, Prinzipien einer Verbindung. Da wären Sie beinahe aufgestanden. Es wäre für Sie besser gewesen, es wäre Ihnen gelungen, aus diesem Gerichtssaal zu entweichen. Ich werde Ihnen nämlich jetzt die Prinzipien Ihrer Verbindung erklären, wie ich sie interpretiere.
Ich nenne sie niedrige Beweggründe. Und wissen Sie auch warum? Weil sie nämlich ihr Opfer, Herrn Zuckermann, deswegen getötet haben, weil er durchaus geneigt war, weil er fertig war von der Geschichte, von diesem Ami, wie Sie ihn nennen, den Sie abgefüllt haben, der dann in seinem eigenen Erbrochenen erstickt ist und den Sie einfach haben liegen lassen. Das wird das nächste Verfahren gegen Sie werden. In diesem Verfahren sind Sie nach der Beweisaufnahme schuldig des Mordes. Ich beantrage eine lebenslange Freiheitsstrafe, Haftverdauer anzuordnen, die Kosten des Verfahrens aufzulegen und die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Das, was Sie meinem Mandanten vorwerfen, das stützt sich letztlich nur auf Spekulationen, nur auf Vermutungen. Sie haben keine handfesten, Sie haben keine stichhaltigen Beweise. Und da nehme ich auch ganz ausdrücklich mit ein die Aussage von der Frau Pauli, die wir mit allergrößter Vorsicht und Zurückhaltung bewerten sollten. Frau Pauli, Sie haben uns vorhin mehr als einmal deutlich gemacht, wie sehr Sie gegen diese Verbindung sind, wie sehr Sie gegen meinen Mandanten sind, wie viel Belastungseifer Sie haben. Und was haben wir sonst? Wir haben hier auch eine überzeugende Zeugenaussage, die genau das stützt, was mein Mandant gesagt hat. Der Tod von Scott Ryan, wie er zu Tode gekommen ist, ob und was mein Mandant damit zu tun hat, bleibt völlig ungeklärt. Und genauso ist es ungeklärt, wie letztlich hier Thomas Zuckermann zu Tode gekommen ist. Es ist und bleibt durchaus plausibel, Herr Vorsitzender, dass Thomas Zuckermann eben kein Mordopfer geworden ist, eben nicht ermordet wurde, sondern Selbstmord begangen hat. Und das bitte ich Sie zu bedenken, das bitte ich Sie ganz intensiv zu beraten. Ich beantrage, weil ich einen Tatnachweis als nicht geführt ansehe, Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Weißenbeck, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können sich selbst verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Die Beweislage spricht für sich. Freispruch. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte David Weißenbeck ist schuldig des Mordes, § 211 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zur lebenslanger Freiheitsstrafe sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Geht der Beschluss der Haftbefehl für das Amtsgericht Heidelberg vom 24.06.2007 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Wir sind überzeugt, wir sollten durch dieses Video auf eine falsche Fährte gelockt werden. Der Herr Zuckermann, der hatte auf dem Video dieselbe Kleidung an, wie zu dem Moment, als er tot aufgefunden wurde. Leider hatte er dieses Bändchen nicht mehr an. Da war schon der erste Fehler passiert. Und vor allem hat die Frau Pauli ihn mit einem roten Pulli gesehen und nicht mit einem blauen Hemd. Und die Schilderung der Frau Pauli, die ist rundum glaubwürdig, auch wenn sie sie nicht mag. Die deckt sich mit der Auffindesituation, wie die Sanitäter ihn gefunden haben. Die deckt sich mit dem Obduktionsbericht. Bei dem, was der Herr Springer geschildert hat, da deckt sich der Hergang mit dem Video zwar, aber nicht mit den Verletzungen. Und die Frau Pauli, genaue Beobachterin, wie sie ist, die hat sie da oben am Fenster gesehen und zum selben Zeitpunkt hat sie Schlagzeug aus dem Keller gehört. Und es gibt nur einen in der Studentenverbindung, der Schlagzeug spielt. Das ist der Herr Springer. Der wollte ihn nicht retten, der war gar nicht dabei. Und interessanterweise sind unter den Fingernägeln des Opfers DNA-Spuren, Hautfetzen von ihm gefunden worden. Das passt doch überhaupt nicht zu einem freundschaftlichen Gerangel unter Männern. Wir sind überzeugt, Sie haben Thomas Zuckermann getötet. Zum Motiv. Unterschlagung von Geldern der Verbindung. Dessen sind wir überzeugt. Sonst würde nicht dieses Kassenbuch fehlen, das es ja tatsächlich ganz sicher gab. Was jetzt der Tod des amerikanischen Studenten betrifft, da können wir nicht sagen, inwiefern Sie wirklich daran beteiligt waren. Sie haben ihn mit Alkohol abgefüllt. Damit hätten Sie natürlich auch die Pflicht gehabt, ihn letzten Endes zu retten, wenn Sie sehen, dass er sich übergibt. Aber was da wirklich war, das wissen wir heute nicht. Und deswegen haben wir uns nur auf das erste Motiv beschränkt. Aber auch da ist es Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. Und weil wir nur bei dieser einen Geschichte geblieben sind, Herr Staatsanwalt, haben wir heute zumindest die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt. Lebenslange Freiheitsstrafe, einzig mögliche Rechtsfolge gegen das Urteil, kann allerdings innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ja, das werde ich auch tun. Sie haben sich für ein bisschen überschlau gehalten. Das hat schon so der Umgang mit der Frau Pauli hier gezeigt. Ja? Aber Sie haben sich nicht vorstellen können, dass heutzutage die Kriminaltechnik und die Medizin schon ein bisschen weiter ist als so ein paar Jurastudenten mit ihrem Halbwissen. Ja, so ist das nun mal mit dem Wissen. Das Gefährlichste daran sind die Lücken. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. So, Herr Springer. Herr Seeloff, wenn Sie bitte auf den Herrn aufpassen. Ich erkläre Ihnen hiermit die vorläufige Festnahme.
Wegen dringenden Tatverdachts erstens der Falschaussage, zweitens eines Tötungsdelikts durch Unterlassen, etc., etc. Ein Witz jetzt. Hören Sie den Herrn ab. Jetzt kommen Sie mal. Ich bin unschuldig. Ja, das, jetzt kommen Sie mal mit. Sie haben es gehört. Kai Springer wurde wegen uneidlicher Falschaussage und versuchter Strafvereitelung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Sven Eckstein wurde wegen Körperverletzung, versuchter Nötigung und versuchter Strafvereitelung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt.